ist das Duell mit Timo Horn. Der erste ist enorm wichtig. Sandro Rösner gegen Timo Horn, so heißt das Duell. Worms und das 1:0. Absolut unhaltbar. Worms in Führung. Ja, da könnte Timo Horn sogar in dieser Ecke stehen. Das ist nicht zu parieren für einen Torhüter. Sensationell sicher verwandelt. Und jetzt Kevin Knöller. Und Adil Shihi, auch er ein ganz, ganz sicherer Schütze, macht es mit links. Shihi und auch der links oben nicht zu parieren für den Torhüter. Die Auftaktschützen sensationell sicher. Shihi hatte auch eine Großchance in der zweiten Hälfte, da war der Ball versprungen, als er gerade schießen wollte. Jetzt Bauer, der Mann, der gegen Hertha BSC den Elfmeter verwandelt hatte, zum 1:0 in der dritten Spielminute. Auch ein ganz, ganz sicherer Schütze. Tim Bauer, 27 Jahre alt, in Mannheim geboren, als junges Talent in der U19 von Werder Bremen hochgehandelt. Jetzt Tor in Mainz. Boah, da ist das Tor. Und das 2:1 für Worms. So, das Tor Mainz zeigen wir Ihnen gleich kurz unten eingeblendet. Ich schaue nochmal auf diesen humorlos getretenen Elfmeter von Bauer. Marcel Lehmann, der zweite Schütze. Da unten sehen Sie das 2:0 von Mainz. Ali macht da den zweiten Treffer für Mainz und hier Lehmann mit dem nächsten Treffer für den SFC Köln. Vier Schützen, zwei für Worms, zwei für Köln. Beide absolut sicher, beide Mannschaften absolut sicher vom Punkt. Alle Schützen bisher mit höchster Genauigkeit und mit enormer Kraft nicht zu parieren. Jetzt Wittke. 2003 bis 2006 im Regionalliga-Team von Werder Bremen gespielt. Einer, der immer für 7 bis 10 Torvorbereitungen auch gut ist in einer Saison. Jetzt muss er vom Punkt bestehen. Wittke und das Horn! Und der verschießt! Der Wittke. Es bleibt beim 2:2. Nicht gut genug geschossen, ist halb hoch und nicht wirklich Richtung Innenpfosten. Insofern, wenn der Torhüter die Ecke ahnt, zu parieren. Timo Horn ist er, der Held des FC am heutigen Abend. Adam Matuschik. EM-Teilnehmer. Matuschik gegen Knöller, unhaltbar. Wieder oben links in den Knick gezimmert. SFC Köln geht zum ersten Mal am heutigen Abend in Führung. 3:2, Matuschik und Knöller war bisher noch nicht einmal überhaupt in der Lage, in die Nähe eines Elfmeters der Kölner heranzukommen. Stanislavski applaudiert. Steil, der Innenverteidiger. Neu von Holstein Kiel, Steil, drin. Also die linke Ecke heute bevorzugt, auf der Klasse geschossen, bringt das 3:3, aber Köln ist ein vor. Den kannst du nicht halten. Mit gefühlt macht 2, jagt der Ball da in die Maschen. Einziger Elfmeter, der nicht gut erzielt und nicht gut geschossen wurde. Der wurde da pariert von Wittke. Tor in Aalen. Schauen wir uns auch gleich unten eingeklinkt ein. Schauen wir uns gleich eingeklinkt an. Jetzt erstmal Bigalke. Bigalke gegen Knöller. Und der Pfosten. Der Pfosten rettet für Knöller. Es bleibt beim 3:3. Und hier das Tor für Dortmund. Götze macht den Treffer zum 3:0 für den BVB.
Schlüter geht in die falsche Ecke. Bigalke aber verzieht's. Die Lotterie ist wieder offen. Bigalke wird getröstet. Der ist eingewechselt worden. Jetzt. Boah, wieder Alu. Das war Abele. Und jetzt die Möglichkeit für den 1. FC Köln, alles klar zu machen. Ja, gar nicht nötig gewesen. Horn war schon unten. Abele jagt den Ball an das Gebälk. Und jetzt ist die Chance da für den 1. FC Köln. Achtelfinale klar machen. Miso Brecko. Eine richtig schlechte zweite Halbzeit. Eine schlechte Verlängerung gespielt. Aber jetzt kann er das Ausrufezeichen setzen. Miso Brecko, der Kapitän, übernimmt die Verantwortung. Brecko, Tor! Köln ist weiter. Der FC steht im